Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir ein Spiel für die gute alte Sony PlayStation 4 aus. Und zwar eine wundervolle Collection, und zwar die Rocket Knight Adventures Respark Collection. Ja, eine Collection, die leider wieder bei uns nicht in Europa erschienen ist physisch, sondern nur in digital vor. Und sie beinhaltet zwei Klassiker für den Mega Drive, beziehungsweise eins gibt es auch für den Super Nintendo. Und dann ist da noch ein drittes Spiel bei, ich glaube mit neuen Animationen und extra Mode, dass du direkt zum Boss gehen kannst. Also was ganz toll ist, und das Ganze kommt von Konami. Ja, und dieses musste ich mir dann leider über eBay kaufen. In der PS4-Fassung habe ich es mir gekauft, weil ich immer noch die PS4 gerne nutze. Gibt es aber auch, wie gesagt, für die PlayStation 5 physisch, Nintendo Switch physisch, Xbox weiß ich nicht. Und auch digital bei Steam gibt es das natürlich. Ja, und hier haben wir das Cover. Sieht richtig cool aus, wie ich finde. Und hier drunter seht ihr die Mega Drive-Klasse. Da gehe ich gleich noch mit euch drauf ein. So sieht das gute Stück aus. So von der Seite. Da ist die Nummer. Ja, und da steht ja das Barkstar is back. Da geht so ein Spieler, braucht nur 2 GB Speicherplatz von Konami in Zusammenarbeit mit Limited Run Games. Dann steht ja sowas, dass ja da der erste Teil war, ist der zweite Teil und noch ein Patch mit Special Extras. Nur Animation, Intro. Ich bin gespannt, weil die zwei Spiele sind oder gehören zu meinen Lieblings-Mega Drive-Spielen. Den zweiten Teil habe ich damals erst auf dem Super Nintendo gespielt, fand das richtig cool. Und ich wusste, wo ich, ihr wisst ja, ich sammle seit einigen Jahren wieder Mega Drive, beziehungsweise bin wieder auf den Hype gekommen. Da wusste ich, ich muss diese zwei Spiele haben, weil ich sie einfach liebe. Also packen wir erstmal das hier aus. Da könnt ihr euch schon mal ein paar Screenshots angucken. Was habe ich dafür bezahlt? 70 Euro. War nicht günstig. Vielleicht hätte ich damals mal Limited Run selbst bestellt, hätte es günstiger bekommen. Aber ich habe da keine Lust vor, in die Kasse zu gehen. Na, die Disc. Sieht auch cool aus. Na, die sieht so aus. Und da haben wir ein schönes Booklet. Und ein Wendecover. Ja, Teil 1. Beziehungsweise das neue und Teil 1 und 2. Nein, nur doch. Das riecht doch gut, das Cover. Ich glaube, da gab es auch wieder eine schöne Limited Edition bei Limited Run Games. So sieht das aus. Ich nehme das hier. Das gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Wo ist das Booklet hingelegt? Aber noch ein Booklet. Ach, hier. Oh mein Gott, ich bin verpeilt. Ach, schön. In Farbe. Sowas liebe ich doch. Ist das nicht schön, Leute? Tja, und wenn ihr eine Mega Drive habt und ihr seht diese Spiele mal, die sind teuer geworden. Also ich habe die noch für Normalpreise gekauft damals. Jetzt gehen die aber auch schon auf 80, 90 Euro. Was ich schade finde, weil ich weiß es, nicht alle junge Menschen sind heute, ach, das muss Grafik, Grafik, Grafik. Es gibt auch noch Leute, die interessieren sich für Retro. Dann finde ich es immer schade, dass das dem Bewerb bleibt. Also, dass sie es nicht gucken können, weil es zu so teuer ist. Machen wir einen Dufttest. Riecht doch gut. Das mal da rein. So, dann haben wir hier die zwei Mega Drive-Spiele. Wie gesagt, die habe ich mir auch direkt als erste gekauft, aber ich habe noch Normalpreise bezahlt. Hier haben wir den ersten Teil. Und das war richtig cool. Ich fand das am Anfang schwer, weil du musst ja mit dem Jetpack da ein bisschen klarkommen. Aber richtig cool. So sieht das Modul aus. Anleitung, brauchen wir nicht gucken. Habe ich euch, glaube ich, bei meinem Unboxing gezeigt. Hier der zweite Teil hat hier unser Charakter auch einen Konkurrenten. Sieht auch nochmal schicker von der 16-Bit-Grafik aus. Da gab es ein Level, da bin ich, also da musste erst das, was das Prädaminenfeld oder so eine Höhle oder was, das war richtig schwer. Aber wie gesagt, ich kann euch die beiden nur empfehlen, wenn ihr die Collection mal seht, egal für Switch, PC, PS5, wenn es eine Xbox-Fassung gibt für Xbox, mitnehmen. Es sind tolle 16-Bit-Action-Plattformer. Spiele. Also eine Marke von Konami, dass ich froh bin, dass die nochmal so ein, ja, so eine Erscheinung bekommen haben. Ich glaube, es gab mal einen 3D-Teil, vielleicht ist der hier mit drauf, für Xbox damals, bei Xbox Live. Aber die Reihe ist eigentlich in Vergessenheit geraten. Ja, und wie gesagt, schade, dass diese Edition nicht bei uns im Fachhandel einfach zu kaufen gibt. Immerhin erscheint die Yu-Kun HD Collection für PS5, Switch und Xbox bei uns physisch. Danke Konami, leider keine PS4-Fassung, was ich komisch finde. Ich weiß nicht, ob die gecancelt wurde oder ob es die nur in Japan geben wird. Ist ja leider oft bei PS4 so, aber bei solchen Spielen hättet ihr das auf PS4 rausbringen können. Egal, ich bin froh, dass es diese jetzt gibt. Ich bin froh, dass ich diese habe. Ich bedanke mich für eure Zeit. Falls ihr euch diese auch gekauft habt, können wir gerne sagen, wie die Umsetzung gelungen ist. Sind das alles Vorteile oder spielt es sich nicht so gut? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten, wenn ihr Interesse habt, ich verlinke euch meinen Trailer unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr ein Bild machen? Ich rede schon wieder viel zu lang. Ich bedanke mich für eure Zeit. Im Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und sage auf Wiedersehen. Bis dann, euer Gavatrons. Ciao. Tschüss.